Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von City Economy. Wir sind wieder unterwegs hier, Simulator Let's Plays und ich in der großen Welt des Stadtwerke-Simulators, kann man sagen. Und wir werden heute mal ein paar andere Aufträge machen. Wir werden zum Beispiel mal Altpapier und Plastikrecycling machen. Die Aufträge werden jetzt angenommen. Müllabholung. Oh, jetzt habe ich Müllabholung angenommen. Ist ja auch kein Problem. Dann machen wir noch Papierrecycling. Und genau. Ja. Müllabholung oder Papierrecycling? Ist mir eigentlich egal. Ist ja eigentlich beides ja ähnlich, von daher. Gut, dann ich habe jetzt viel Müllabholung gemacht. Dann gehe ich, glaube ich, mal wieder Papierrecycling machen. Alles klar. So. Zum Fahrzeug springen. Und dann warten wir mal, bis der Ladescreen hier fertig ist. Da ist er fertig. Und suchen uns unsere Mülltonnen. Ich weiß gar nicht. Sind das jetzt unsere Mülltonnen oder? Wo sind sie jetzt? Es werden mir nämlich irgendwie nur 4 angezeigt, aber da fährst du gerade in die Richtung. Deswegen bin ich jetzt verwirrt. Ja, da oben. Genau, in diesem Eck. Wo sind denn meine? Oh, das war eng. Ach so, Büsche sind die auch starre Objekte, wo man dagegen fahren kann. So ist es also. Ja, 75 Einwohnerpunkte fehlen uns ja noch. Hm. 75, ja. Das können wir. Ich denke, das können wir schaffen, wenn wir jetzt zusammen in dem Bereich unterwegs sind. Ja, also mein Auftrag gibt plus 12, also von daher. Ja, bei mir auch. Haben wir 24. Sollte es dann in. Macht 69. Ja. Ja. Passt ja soweit. Ja, genau, also, ja. Und allzu lange dauert es. Drei Aufträge nicht mehr. Jeder. Aber ich muss erstmal meinen Auftrag finden, also irgendwie. Ich weiß nicht, wo er ist. Da jetzt hier sowieso kein KI-Verkehr ist, werde ich jetzt einfach mal hier eine Abkürzung im Kreisverkehr fahren. Hat ja, aber wäre wahrscheinlich zu performance-lastig geworden, wenn wir den auch noch genommen hätte. Ja. Ja, gut. Wobei es natürlich schade ist. Ja, es ist ein bisschen trostlos alles. Ja. Was lehrt man eigentlich, die Mülltonnen alle nur so künstlich aufgestellt? Eine Stadt ohne Leben. Ja. Ich habe auch alle Fahrzeuge nochmal aufgetankt. Sodass wir da auch keine Probleme haben sollten. Aber ich frage mich echt, wo die Mülltonnen sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist komisch. Du bist gerade in der Ecke. Na nee, ich mache gerade meine ganz normalen Müllabholungsauftrag. Genau. Also. Aber da, wo du bist, wird mir das auch angezeigt. Ja, da vorne stehst du. Ah. Schauen wir uns mal um. Nee, das ist alles dein Müll. Komisch. Vielleicht. Ah, ich glaube, mir wird es gerade angezeigt. Vielleicht ist es dieser gelbe Punkt da. Ich schau mal nach. Wahrscheinlich der direkten Umgebung oder so. Nee. Es sind echt nur deine Mülltonnen. Aber ich schau mal nach. Ich glaube, ich habe 2 Punkte gefunden. Vielleicht ist das ja irgendwie sowas. Sehr kompliziert hier. Ah. Unfall. Na, ah, die Mülltonnen sind aber auch überall verteilt hier. Mhm. Und ewig rumfahren.
Nee, das sieht irgendwie auch nicht richtig aus. Jetzt mache ich mal den Engländer hier. Nee. Das kann irgendwie alles nicht sein. Wo sind meine Mülltonnen? Das ist wirklich traurig. Gibt's ja nicht. Nee. Ja, anscheinend schon. Die Economy ist halt alles möglich. Muss ich meinen Auftrag, glaube ich, nochmal abbrechen. Set Active, was ist das? Das jetzt hier. Ah, da werden sie angezeigt. Set Active muss ich. Ah, ja. Das ist sehr einfallsreich. Gut, dass das so gut erklärt wird hier im Spiel. Ja, ganz toll, also kann man nichts sagen. Ich habe immer schon Angst, wenn ich irgendeinen Button drücke, dass damit irgendwie das Spiel zu Ende ist. Denn in manchen Simulatoren ist ja wirklich so, wenn man da einen falschen Knopf drückt oder sowas, dann kann man nochmal neu belegen. Fliegt man aus direkt, ja, ja. Möchtest du wirklich alles resetten? Aber die Verkehrsinseln sind äußerst hübsch gestaltet, das fällt mir hier gerade nochmal auf. Opa. Immerhin. Hätte darauf lieber verzichtet und irgendwas anderes besser gemacht. Ach, jetzt fahre ich schon wieder falsch. Ach, nee. Na gut. Fahren wir eben einmal außen rum wieder im Dreieck. Lalalala. So, wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Ah, so, jetzt komme ich dem langsam ein bisschen näher. Fahren wir mal hier lang. Aber ich glaube, da war ich schon mal näher dran. Hätte ich den ganzen Weg mir sparen können. Shit. Nein, stopp. Oh. Düm. Sind hier irgendwie alle Ampeln rot? Die wären gar nicht grün, ne? Ja, da habe ich irgendwie das Gefühl. Die Mülltonne steht ja auch mal wieder wunderbar JWD hier. Ganz toll. Und jetzt ist sie ganz schief. Nach links. Kippt. Und wir schweben in der Luft. Sieht gut aus. Oh. So. So, da fahren die Arme aus. Sollen wir mal gucken, wo die vierte Mülltonne noch ist? Und diese komplizierte Konstruktion hier. Oh, ich finde die so unnötig kompliziert irgendwie, diese Papierkonstruktion. Das ist wirklich. Dauert auch immer so lang, bis es geleert ist. Ja, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Kann man da eigentlich nicht einen ganz normalen Müllwagen nehmen? Meiner Meinung nach schon, aber das Spiel sieht das offenbar ein bisschen anders. Wir mussten vielleicht einfach noch ein paar andere Fahrzeuge haben. So, da links, mitten im Outback, soll angeblich noch irgendwo eine Mülltonne stehen. Ich habe immer noch nicht gefunden. Und jetzt mit 70 um die Kurve. Ach, da drüben steht sie ja so ganz einsam und verlassen und sagt nichts. So, oh, wo stand die jetzt? Hier. Okay. Und dann geht's weiter. So, das ist jetzt die letzte, dann haben wir den Auftrag endlich mal. Oh, ist schwer. Du fühlst das richtig, ne? Vom Computer fühlst richtig, wie schwer die ist. Vor allem vor dem Update damals. Hat erstmal eine Stunde gedauert, bis man es immer hingeschoben hat und wieder zurück. Oh! So. Gratulation! Ja. Das war's. Okay.
Ja, soll ich direkt einen neuen? Willst du Plastikrecycling machen? Naja, gut, okay. Ich muss mal gerade noch die Mülltonne leeren. Es sind nur noch wenige Aufträge, bis wir endlich einen neuen Zweig freigeschaltet haben. Ja. Dann nehme ich mal den Auftrag Plastikrecycling an. Job an. Zack. So, wird angezeigt. Wunderbar. Dann einmal. Ah, wie kommen wir jetzt zum Fahrzeug? Plastikrecycling. Lalalala. Einmal zum Fahrzeug. So. Ach. Ich glaube, wir müssen. Dann, also insgesamt müssen wir jetzt noch, wenn ich meinen fertig habe, 3 Aufträge machen. Dann müssten wir es so ungefähr. Oder kann das sein? Wenn der fertig ist. 4. 169. Ja, 3, ja, 4 Stück, 4 mal 12, ja, ja. 4 ungefähr. So, ich habe 175. Das sind dann ja nur noch. Oh, das waren jetzt mehr, als ich dachte. Ja, das sind ja die 20% mehr. Ach so, stimmt. Stimmt, dann geht es ja noch schneller voran. Dann geht es doch schneller voran. Dann mache ich jetzt einfach den nächsten Papierrecycling. Ja, aber wir werden gar nicht mehr grün hier. Super. Ja, hier ist die Verkehrsinsel ganz toll, nämlich nur grauer Boden. Ja, da habe ich eine schönere erwischt. Oh, jetzt haben wir aber durch. So. Ja, hier habe ich angeblich auch Mülltonnen zu leeren. Wo ist das jetzt genau? Wo müssen wir denn leeren? Bist du hinter mir? Ja. Ja, ich soll hier auch leeren. Ja, kann gut sein. Ich muss aber woanders hin. Ich war hier gerade und muss jetzt ans andere Ende der Stadt. Oh, ich muss mal kurz die Arme einfahren. Das ist schrecklich. So kann man nicht fahren. Ja, mit 20, das dauert dann alles etwas länger. Ah, nee, nicht die Mülltonne. So. Arme werden ausgefahren. Und, naja, Blinker. Ja, wo ist denn das X jetzt? Ah, dann einmal lieber. Boah, dieses einfahren. Gewitter, ey. Das zieht auf Frames. Das ist unglaublich. Ah ja. Hoffen wir, dass wir so ein Spiel echt nicht machen. Es bringt auch, also ich finde nicht, dass es jetzt einen besonderen Mehrwert bringt. Nee, echt nicht. Nervt eigentlich. Aber da hat es ja schon aufgehört. Da, blauer Himmel innerhalb von 10 Sekunden. Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Sowas geht nur im Simulator. Genau. Da merkt man mal wieder, die Welt ist doch keine Simulation. Hat das jemand behauptet? Alle rot hier, alle Ampeln. Das kann man echt nicht ertragen. Wer hier stehen bleibt, der ist selber schuld. Ja, der steht noch in 10 Tagen da. Ja. Ich kann mal Blinker benutzen. Wenn wir sie schon mal haben, dann müssen wir sie auch benutzen. Ja. Wir färben gegen den nächsten Baum. Da haben wir sich auf die Straße konzentriert. So, einmal hier nochmal. Einmal ranschieben im Seitwärtsgang. Die gehen sogar automatisch aus. Das ist ja. Boah, das ist ja top. Oh, jetzt ruckelt es bei mir aber. Dann hier nochmal rein und dann die nächsten. So, noch die Tonne. Ah, komm, geh um die Kurve, nee, nicht gegen das Schild. Ach. Super. Für den Auftrag bekomme ich 18. Oh, das ist ja. 18 zufrieden. Ach nee, jetzt stehe ich im Haus innen drin.
Ich stehe im Haus. Aber kommst du noch raus? Wohl eher nicht. Aber vielleicht kannst du dich zu einem Fahrzeug. Ja, das gibt's doch nicht. Ah doch, ich kann doch ins Fahrzeug einsteigen. Ja. Ah, Gott sei Dank. Ich bin eben ausgestiegen und da war man im Haus drin. Sehr realistisch mal wieder. So. Einmal die Arme. So. Ah, ja, meiner bringt wieder nur 12. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist es nur fürs. Und nur fürs Papierrecycling mehr. Aber das bringt uns immer noch nicht auf die 210, glaube ich. Knapp drunter ist das. Müssen wir noch einen Auftrag dann genau, annehmen. Ja, da müssen wir noch einen machen dann. Aber es sind immer noch weniger, wie wir am Anfang dachten. Ja. Und daher geht es doch ganz gut voran. Ja. So, und schon wieder irgendwo eine Tonne. Nirgendwo. So. Und jetzt noch eine Tonne abholen und dann sind wir auch mit dem Papierrecycling wieder fertig. Das ist 90%. Ich muss dir unbedingt ausleeren. Ja, ich habe nur 35. Passt jedenfalls sowas rein. Fangen wir mal. Oh, nee, doch nicht. So. Einmal abdrücken. Ah, das stört, also es quält sich richtig das Gerät, hat man das Gefühl. So, jetzt. Und ich will die Tonne wieder nicht. Wo ist denn die jetzt? Wieder zwischen zwei Häusern oder wie? Die angeblich laut Map genau drauf. Bin immer zu blöd zu sehen. Ah, vielleicht eine Nebenstraße. Natürlich sein. So, einmal ach Wagen ja. Ausleeren und dann noch. Zum Glück haben wir ja eine genauere Ansicht. Einen letzten Auftrag gleich noch und dann ist es auch wieder geschafft. Weil ich eine mal Straße gucken. Daneben. Toll. Der ist wieder im Wohnbezirk. Das ist natürlich doof. Ach, da steht ja sogar. Es ist gar keine Leerstation. Das ist der Müllwagen, der hier steht. Wo kann ich denn hier meinen Müllwagen ausleeren? Die Tonne ist echt hier. Irgendwo verschollen. Suche nach der Tonne. Das ist schlecht. Ach, jetzt ist es plötzlich da hinten, zwei Straßen weiter. Ach so, na gut. Immer dieses Arme einfahren, damit man schneller fahren kann. Stört doch gar nicht. Stört wirklich total. Ja, wen soll es auch stören, wenn keine Autos da sind? Ja. Wie schnell können die Autos fahren? 80 oder was haben die für eine Begrenzung? Ja, 80 ist wohl Highspeed. Das gibt's doch nicht. Was? Wo steht diese Tonne? Oh. Ach, da steht die. Ja, die ist doch ganz woanders eingezeichnet auf der Karte. Das mitten im Kreisverkehr, da bin ich vorhin auch noch vorbeigefahren dran. Im Kreisverkehr steht nee. Die? Ja, ja, mitten im Kreisverkehr. Ganz toll. Ja, gut platziert. Super. Vielleicht wohnt da jemand unterm Kreisverkehr. Wahrscheinlich. Nee, nee, das sind ja Häuser drumherum. Achso. Aber ganz alleine, andere Tonnen stehen natürlich nicht. Logisch. Hoi, oh. Hoi, das hatte ich gerade hier. Mal wieder Dia-Show. Auch mal wieder schön. So, jetzt haben wir es aber.
Doch noch gefunden und dann. Ah, jetzt bin ich wieder aus dem Spiel raus, wunderbar, so. Woran liegt das denn immer? Ich weiß auch nicht, ich komme immer ganz kurz aus dem Spiel raus, also halt auf dem Desktop. Zum Glück hängen die Spieler nicht auf oder so. So, 205. Soll ich, willst du noch mal einen machen? Naja, ich würde noch mal einen machen dann. Plastik Recycling auch wieder? Ja, wenn wir das Fahrzeug schon haben. Warum war es hier? Plastik Recycling Job annehmen. So. Ah, da unten. Leer ich mal aus. Kommst du zu mir? Vermutlich, ne? Nee, das ist genau die andere Richtung. So, fahren wir einfach mal jetzt hier mitten durch die Fußgängerzone. Ist ja auch egal. Obwohl der Wagen hier 90% voll sein soll, sind nur so ganz wenige Bröckchen rausgekommen. Ruhig, da kommen immer dieselben Menge raus wahrscheinlich. Egal, ob man jetzt 5% hat oder 100. So, hier sollen jetzt angeblich wieder Tonnen sein und ganz sicher sind sie da nicht. Ah doch. Die hat man so schön nebeneinander aufgestellt diesmal. Das ist doch mal gut. So, ich glaube, ich komme dir sogar entgegen. Gut, ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.